So, wir können loslegen mit einer brandneuen Folge Let's Play Mario und Luigi Paperchen Bros. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall sehr gut heute. Und jetzt fangen wir an. Eine neue Folge, beziehungsweise eine neue Serie hier hochzuladen von Mario Luigi Paperchen Bros. So, ja, heute kommt einfach eine Folge, weil das habe ich ja auch euch ja auch versprochen, weil ich einfach dachte. Am Sonntag oder am Samstag kam nicht so viel, deswegen habe ich gedacht, ich möchte heute einfach mal eine Folge machen noch. Also, freut euch drauf. Heute kommt einfach mal eine extra Folge. Dieses Fleckchen, ich will sie dafür geschaffen, um einen kleinen Imbiss zu mir zu nehmen. Miam, miam. Was meint ihr? Ihr wollt meine Melone? Zweideutig, also meint ihr meinen Kopf willst du haben oder was? Auf keinen Fall. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie sehr ich mich auf diesen süßen, saftigen Frohgenuss gefreut habe? Ja, ich muss dich leider stören. Tut mir leid, Yoshi, aber es tut mir sowas von schrecklich leid, weil ich dich stören muss mit dieser Frucht. Dieser doofe Wickler will das haben und ich kann nicht dafür. Nun, ich habe einen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Wettlauf? Inhaltet ihr die Melone als Preis? Ich bin aber recht flink, darum macht ihr euch mal nicht allzu große Hoffnungen. Okay, machen wir, Babyo. Verzeihung, wenn ich eben mal unterbrechen darf. Ich werde euch in Yoshis Namen alles erklären, was ihr wissen solltet. Wo kommt dieser Typ jetzt her? Ihr möchtet doch mehr über Wettläufe erfahren, nicht? Klar? Dann aufgemerkt, Herrschaft. Bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich bin gespannt, also ich finde das Spiel bis jetzt sehr gut hier und das macht mir schon sehr viel Spaß hier, sowas. So cool, der Wald ist auch jetzt echt extrem geil geworden. Macht Sucht irgendwie schon, diesen Wald zu erkunden. Der Wettlauf beginnt hier und verläuft einmal um das Dorf. Derjenige gewinnt, der als erstes wieder hier ist. Danke. Wie ihr sehen könnt, befinden sich auf der Strecke viele Hügel und Senken. Doch passt auf, vergeudet nicht zu viel Zeit euch zu viel auf und ab. Hallo? Dieser Schlamm ist die. Lauft ihr hinein, wird euch das bremsen. Yoshi kann seinen Vaterflug ansetzen und die großen Pfützen überwinden. Werdet aber nicht zu übermütig. Eine Landung in die Schlumpf, in der Schlammschütze kostet euch wertvolle Zeit. Ja, ich verstehe. Was ist da nun, was ist da denn los? Und seht ihr die Fahnen dort? Das ist das. Wo man hin muss. Das Ziel. Das ist die Zielgerade. Sobald ihr sie umrundet, ist die Hälfte geschafft. Ach, Hälfte erst. Dann heißt es Endspurt einläuten. Und ups, was hätte ich vergessen? Dieses solche Ding nennt man Sprintplatte. Läuft ihr darauf, sprintet ihr automatisch in die angegebene Fallrichtung. Während eine solche Prinz könnt ihr eure Bewegungsrichtung nicht ändern. Sieht also kein Fall Fuß auf einen Platz, deren Pfeile in der falsche Richtung weisen. Danke sehr für den Tipp. Lustig, tralalalala. Und dann sind wir hier. Und hier haben wir die Ziellinie. Aber die Sache hat einen Haken. Passiert ihr die Wendermarke auf halbem Weg nicht, zählt das Überschreiten der Ziellinie nicht. Auch das wäre auch schon. Also viel Erfolg. Oh mein Gott, ich habe Angst. Danke, Lucky Doo. Eine Sache möchte ich euch noch erzählen. Kommt ihr mir während unseres Wettlaufs so nah, macht euch auf eine schöne Stampfattacke gefasst. Ihr könnt der Sturzwelle durch einen Sprung ausweichen. Sag nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ich habe so Schiss vor den Luigi, vor Yoshi, aber gut. Ja, ich glaube, das ist schwer, oder? Oder? Oh mein Gott, Junge! Also, das ist nicht so schlecht, oder? Guck mal. Nein! Okay.
Ja, klar. Ja, wir haben verloren, egal. Ich hab ja einen Fail gemacht, aber am Anfang war ich nicht so schlecht, oder? Ich war nicht so schlecht am Anfang, also ich war zufrieden damit, aber leider habe ich verkackt, egal, ich denke mal. Ich denke mal, können wir nochmal schaffen, oder? Wir versuchen es nochmal, natürlich. Trotzdem geil Spaß. Meiner Meinung nach, doch. Let's go now. Oh nein. Nein, du Dover. Schneller, natürlich, schneller. Schneller. Nein, 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 nein. Oh, come on, ey. Wie ehrlich war das denn, ey? Scheiße, ey. Scheiße, oh Gott, das war gemein, aber war geil. Okay, das ist aber schaffbar, doch. Auf jeden Fall ist das schaffbar, aber ich verkack gerade nur. Los geht's, Baby, genau, komm. Los geht, schneller. Jo, genau. Ja, ja, so ist gut. So ist gut, Baby, genau. Ernsthaft. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alter, krass. Wir haben es geschafft. Wow. War aber geil. Mano! So ein Mist, aber versprochen, versprochen. Euch jetzt? Ja, tut mir leid, also ich wollte euch nicht. Ich wollte nicht die Frucht wegnehmen, aber die doofe Wicklergestalt ist so dreckig und bewegt sich nicht mal einen Zentimeter nach rechts oder nach links. Nur zu eurer Info, ich habe ein paar Kumpel in den Bergen. Sie sind noch viel schneller als ich. Ach, gibt es in jedem Land sowas? Oh geil. Sollt ihr ihn begegnen, dann fordert ihr auf jeden Fall so einen Wettlauf heraus. Du warst aber auch nicht so einfach, aber du warst schon geil. Kann man nicht sagen. Die Schwierigkeit war sehr gut. Also ich finde diesen Abschneig auch am Ende sehr gemein, aber trotzdem ist er geil, der scheiß geile Part. Wickler scheint die Melone wirklich so genießen. Die ganze harte Arbeit zahlt sich aus. Hecker. Hör auf mit die Melonenkerne wegzuspucken, ey. Was war das denn, ey, Junge, ey? Spuck, das war vorzüglich. Ein voller Magen erwärmt das Herz, will ich wirklich immer so sagen. Vielen Dank für den saftigen bis jetzt, Wickler. Die Energie ist bestimmt nicht mehr so schnell aus. Das ist wirklich beruhigend zu wissen. Endlich kann ich dich gerne wieder haben. Aha, was ist das denn hier? Hitlers Wald ist noch keine Müllpony. Hör aus der Zeit, diesen Dreck wegzuschaffen. Und sag nicht nochmal, ob du den Weg versperrst hier. Versperr den Weg nicht nochmal, sonst gibt's echt Frustration. Sieht nicht so aus, ob der gerade stört. Nee, ich glaube, der stört dich gerade nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, der stört gerade doch nicht. So, es geht schon. Mehr kann ich wirklich auch nicht tun. Selbst mit gefühlten Magen nicht. Was ist denn los? Diese Tor ist ganz schön geladen. Oh mein Gott, was ist das denn, ey? Voll viel, oder? Wie die es entwickelt haben. So gemein, ne? Es scheint eine Linde. Eine Stunde ist unter Strom. Gehen wir bitte nicht zu nah dran. Ein Stromschlag ist kein Spaß. Was ist los, Wickler? Die Kauwurmblüte dort drüben wäre für unsere Zwecke genau das Richtige. Aha. Kauwurmblüte?
Genau, sie ist hochexplosiv. Wie man sie explodiert, sie kurz darauf. Die Atom steckt voller Gefahren. Ja, du hast recht. Wir müssen dort durch dieses Tor. Und wenn uns die Cowboy-Bücher weiterhelfen kann, dann müssen wir die echt einsetzen. Also machen wir sie, okay, gut, aber erstmal möchte ich mich erstmal erkundigen hier und dann können wir es gerne machen, aber jetzt erstmal erkundigen hier. Und dann holen wir uns auch die Kardumblüte oder wie auch die heißt. Ja, also der Wettlauf hat auf jeden Fall gut gefallen, der Wettlauf war echt krass. Also hat schon scheiße Spaß gemacht. Hat schon Schittungen an Spaß gemacht. Okay, was ist denn hier so los? Aha. Hier ist auch ein Origami-Stiefel. Ja, moin, moin, moin. Sehr gut, Baby You. Also bis jetzt ein schöner Wald hier und man kann auch so tolle Sachen erkundigen, ne? Okay. Geht auch nichts mehr, aber hier gibt es so viele Sachen, ne? Finde ich so toll, dass man sowas erledigt hat oder erledigt auch machen kann. Alle Dinge machen kann, also schon scheiße toll irgendwie. Na klar. Mama, Mama Mia. Ah. So, danke sehr. Jetzt mache ich auch ernst, ja. Ein One-Up-Pilz für Mario, nicht mehr, nicht weniger, Baby You. Bitte, sehr guten Appetit, Mario, du musst wieder auferstehen. Genau. Und was macht er jetzt wieder für ein Shit? Er macht nicht so doller Shit, aber ist egal. So, das mache ich ernst, das mache ich ernst. Mit Feuerblume. Go, let's go, genau. Komm her. Verreck einfach nur, komm. Und verreckt einfach nur, siehst du, verreckt einfach nur, komm. Wie leben die noch eigentlich, ey? Wie viel haben die noch außerhalb, ey? Mein Gott, schon chillig. Aber auch nicht so einfach, egal. Und wer kriegt den Schaden jetzt? Ja, gut, Luigi. Hau ab, Mann. Jetzt mach ich noch ernst. Ich bin auch nie gut drin. Weiß nicht warum, aber ich bin so schlecht bei diesem Game irgendwie, ne? Aber egal. So. Das auch noch rauen. Bitte selber, wie genau. Bitte nennen das. Bam. Ja, durch, was und geier. Na, gescheiter, klar. Ja, nennen wir es, komm. Normal, natürlich. Bam. Was ist denn los, Jungchen, ey? Hau ab, du lappiger Sach. Zack. Bis down, bis da, down. So, vielen Dank. Okay. Wir haben Level 12 erreicht. Das freut mich ja sehr. Let's go. Und neuer Rang. Ja, geil. Scheiß. Blumerang. Wir kriegen was Neues. Oh mein Gott. Bumerang. Gut, das freut mich. Ja, ist toll. Also, ich bin ja mehr zufrieden. Natürlich bin ich ja mehr zufrieden. Alles gut. Und noch einmal hier hingehen. Ich bin mir auch gespannt, was er noch hier so erwartet. Silberne Statue.
So, ich glaube, hier ist auch nichts mehr. Nee, nee, dann gehen wir auch erstmal dorthin. Wo auch hier müssen, nämlich hier hin. Zu dieser Wildpreisebeere. Ja. Und der so doof. Dann nicht. Ist das hier noch? Ach, okay. Ich wollte gerade fragen, ob es noch reparierbar ist. Ja, man kann es noch reparieren. Das brauche ich ja selber, Bio. Was ist los hier? Das ist er. Das ist er. Der ist der Mopsi. Aha. Was ist das für ein Viech, ey? Komm her, komm. Komm her, Luki, Luki, komm her, Bäre. Ah, okay, ich verstehe schon. Und dann muss ich es werfen, okay. Oh, shit. Okay, ich muss schneller sein. Das muss ich merken. Naja. Schneller. Schneller, schneller, ich muss schneller sein. Ich hab doch. So. Ich glaube, man kann nicht davon treffen, oder? Nee, kann man nicht. Ja, erstmal Mopsi treffen, oder? Kann sein, dass es geht. Ich glaube, den muss ich treffen. Doch, ich glaube schon, dass ich treffen muss. Komm her. Moin, moin, moin. Du tust mir leid, aber ist halt leider so jetzt für dich. Ah, hatte recht. Hatte ich recht, Junge. Aha. Danke sehr. Du ertrinkst leider, aber ist mir egal. Der Verreckser halt, du bist so gemein. Verreckser halt. Was ist das denn? Hä? Bomben der wir halten, ja, sehr gut. So habe ich noch nie jemanden mit Kabumblüten umgehen sehen. Okay, danke. Und die kann man aber bestimmt auch noch nehmen. Ja, ja, doch, kann man nehmen. Bestimmt kann man diese Kavumblüte auch nehmen. Ach so, die war auch gerade dafür da, für das Tor aufzumachen. Die war dafür da, um das Tor aufzumachen. Ja, moin, lass doch gleich. Lass doch gleich. Alter, ist das ein geiles Spiel, ey. Guck euch mal das an, was das für eine geile Idee war. Wir haben dieses Tor geöffnet einfach. Du hast das Tor geöffnet. Juhu! Mit Sicherheit haben diese Schurken dort von noch mehr Müll abgeladen. Wiegler macht sich auf und räumt den Dreck im Rest des Walds weg. Also echt ein geiler Scheiß, ey. Wie sie schnell einfach rennen, ey. Geiler Scheiß. Im Rest des Walds wird nicht mehr herumgelungert. Fort. Wiegler hat wirklich ernst gemacht. Und alles, was dafür nötig war, war ein Haufen Furcht und Bomben. Also echt toll, Leute, ey. Mal ernst. Also die Bombe war gar nicht dafür da, diese Bombe da oben. Die hier. Für das Tor aufzumachen. Die obere, die war dafür da. Um es aufzumachen. Jetzt bin ich ultra gehypt, Leute. Das was uns jetzt erwartet. Ich lese eben noch ganz schnell durch, was hier so drauf steht. Aber nichts Wichtiges. Dann können wir es auch nicht unbedingt vorlesen. Naja. Hier müssen wir also, okay. Was eigentlich hier? Ach, klar, Abkürzung, genau, ja. Da waren wir doch vor ein paar Tagen, genau, da waren wir doch vor ein paar Tagen. Ja, moin. Der gut. Das freut mich sehr, dass wir auch jetzt hier sind. Wie vor ein paar Tagen.
Ja gut. Ich würde sagen, es reicht auch. Komm. War so ein kleiner Weg. Ist alles okay. So ist auch noch was da oben. Ich schau mal eben, ob da was ist hier noch. Leider nicht so viel, aber Münzen sind auf jeden Fall noch drin. Die ganze Gegner werde ich jetzt nicht besiegen, weil ich das nicht machen möchte. Ich würde sagen, beim nächsten Mal würde ich sagen, kann ich ja versuchen mal, diese Gegner zu besiegen, aber heute möchte ich noch keinen Gegner besiegen hier von dieser Welt hier. Also nicht wundern. So. Oh Leute. Wer ist da? Hey drüben. Oh nein, nicht schon wieder eins. Egal. Seht euch das an. Dieses Elektro-Tor ist so noch größer als das vorige. Da kommt wieder nicht durch. Ja, ich verstehe schon. Das ist halt. Also sowas fand ich auch toll, dass man so eine Sperrung immer macht. Also man merkt, man muss die Rätsel in diesem Game und man muss diese Blüten wieder nehmen. Ich hab hier schon. Dulldum. Und es wird bestimmt auch immer schwieriger. Also tolle Idee. So. Ich muss springen können, richtig? Genau, Dulldum. So ist gut, genau. Was ist hier drin? Ein Angriff, Handschuh. Gut. Okay. Ja, das ist gut. So. Now wait. Flüchten bitte. Danke. Tschüssi, Kostio. Oh mein Gott. Ich krieg die hier bitte schön, aber wir schaffen es vielleicht. Das ist gut anstrengend. Yes! Geschafft! Einen habe ich schon erwischt. Einen Hebel habe ich schon erwischt. Das war gut. Ja, das hat sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Duldum! Duldum! So. Und hier ist auch nichts mehr. Hier habe ich auch nicht so viele Sachen gesehen, aber trotzdem gut. So. Ja moin, komm her. Gott, komm her. Ach, von da, sorry, hab ich nicht gesehen. Oh mein Gott. Komm her. Ja, guck mal, Alter, war es einfach nur einfach, oder? Mal noch. Was krass. Vielen Dank, dass ihr euch um das Elektro-Tor gekümmert habt. Ihr habt ein echtes Talent, solche Sachen in den Griff zu bekommen. Wiegler wird dafür sorgen, dass kein Müll mehr auf euren weiteren Weg herumliegt. Tschüss erstmal. Tschüss, Kostio. Juhu. Da habt ihr auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir müssen uns auch wir mal aufbrechen. Ich bin mir sicher, dass der Spiegelbildberg nicht mehr weit ist. Ja, da hast du recht. Ich würde sagen, hier ist der Part auch heute zu Ende. Es war ein toller Part, Leute. Ich hoffe, euch hat der Folge Part gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, euch hat dieser ganze Part gefallen. Ich liebe euch und es war so perfekt, egal, Magic, Leute. Also macht's gut, Leute. Tschüss, Kostio.